eine schöne Stange Geld. So viel kriegen die Topverdiener beim ORF. Zuerst einmal, wusstest du, dass der ORF-Generaldirektor Roland Weissmann mit über 30.000 Euro brutto monatlich mehr verdient als der Bundespräsident der Republik Österreich? Und zwar fast 4.000 Euro mehr pro Monat. Der Generaldirektor ist aber nur auf Platz 3 der höchsten Löhne. Auf Platz 2 folgt der Sicherheitsbeauftragte Pius Strobel, der den Umbau beaufsichtigt. Er verdient nur ein bisschen mehr als Weissmann und kommt auf ein Jahresbruttogehalt von 425.677,43 Euro. Mit Abstand am meisten bekommt Robert Kratky, der die Morgenshow auf Ö3 moderiert. Ja, richtig gehört. Ein Moderator verdient mehr als die Chefs. Er bekommt satte 443.894,39 Euro Jahresbruttogehalt. Woher wissen wir, wer wie viel verdient? Das neue ORF-Gesetz zwang den öffentlich-rechtlichen Sender, dem Kanzleramt jene Topverdiener zu melden, die über 170.000 Euro im Jahr verdienen. Laut Generaldirektor Weissmann verdienen rund 1,3% der Belegschaft über 170.000 Euro. Mehr Informationen sowie die Liste der Spitzenverdiener findest du im Artikel über den Link in der Bio.